Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Männerlords. Nach Kirchen und Kneipen in der letzten Folge möchte ich nun tatsächlich einen letzten Blick auf Neuenfurt in dieser Demo-Version von Männerlords werfen. Wir erleben hier noch unsere erste Ernte und ich bin mir nicht genau ganz sicher, ab wann hier die Mühle etwas zu tun bekommen wird. Da sitzt im Moment keiner drin. Warum nicht? Es sind Leute gestorben. Habe ich gar nicht mitbekommen, es sind Leute gestorben, weil wegen Hunger. Das ist natürlich nicht gut. Alle möglichen Bauern sind tot. Kein rühmliches Ende. So, Logging Camp. Das machen wir leer. Feuerholz. Einer. So, jetzt ist die Frage. Let's go, people! Wie werden die Leute jetzt umverteilt und besetzen andere Gebäude? So, hier war von vornherein keiner drin. So, was ist mit dem Förster? Raus. So, hier im Lager, die Leute lassen wir drin. Dann hier würde ich sagen, reicht jeweils ein Jäger. Also es hat auch nichts gebracht, dass ich hier den Artenschutz wenig beachtet habe. So, schaffe ich es jetzt? So, Moment, so. Einer hier raus. Einer in der Mühle. Okay, die Priorität wird jetzt hier erstmal auf Ernten liegen, nehme ich an. So, und wenn dann geerntet ist, wird dann irgendwie geschrotet oder was, dann ist die Mühle dran. Dann der kommunale Ofen oder auch Bäckerei. Sind noch mehr Familien gestorben. Ja, nichts mehr zu essen. Nichts mehr zu essen. Wird Neuenfurt einer Hungersnot zum Opfer fallen? Also zum guten Schluss sagen wir hier mal, was war denn hier beim Artenschutz? Moment. Wo ist denn das Camp? Hier. Bis auf 2 runter. Vielleicht führt das dazu, dass wir uns hier mit den Lebensmitteln noch mal kurz fangen können. Das fände ich total toll. Auf die Mühle ist schon wieder keiner mehr da. Noch eine Familie ausgerottet. Jetzt ist die Frage, ist das Vor- und Vor- oder von Nachteil, dass wir diesen Marktplatz haben? Jetzt müssen die Sachen nämlich erstmal ins Lager gebracht werden. Dann werden die vom Lager auf den Marktplatz und dann von den Leuten am Marktplatz geholt. Ob das in so einer Hungersnot jetzt so zielführend ist, das ist dann noch eine andere Frage. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt schon in der sogenannten Spirale des Todes sind, die es ja so bei manchen Spielen gibt, wo es dann auch kein Entkommen mehr gibt. Game over zwangsläufig. Oder nicht. Ich glaube jetzt aber mal ans Gute und sage, da geht vielleicht noch was. Also erstmal alles ernten. So, Lebensmittel geht auch tatsächlich nochmal bergauf.
So, und da alles geerntet ist. Okay, jetzt wird das Zeug abgeholt mit dem Handkarren. Die Mühle wird auch wieder gearbeitet. Die Frage ist jetzt, das Zeug dürfte doch eigentlich so nicht in die Mühle geliefert werden. Das muss doch erstmal hier zerkleinert werden. Sehe ich doch richtig, oder? So, jetzt dauert es ein ganzes Jahr, bis wieder geerntet werden kann. Bisschen Flachs haben wir auch, wo Klamotten draus gewebt werden könnten. Oh, gleich hebt die Mühle ab. Ich hebe ab. So, wird irgendwas zur Mühle gefahren? Macht die Mühle irgendwas? Warum hat das Threshing hier eine Priorität? Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. So, es ist schon wieder September. Geht denn hier irgendwas? Oh, was kommen denn hier noch? Hier Milch, Hühner. Item ID 173, sieht aus wie ein Eis. 152, keine Ahnung. Früchtekorb. Modell Caligula. Was? Nicht genug Geld für die königlichen Steuern? Oh oh. The King demands to the region of Neuenfurt your herbie on mission of a debt for the lands on which the royal crown has granted stewardship to the honorable Jason Dux. A tax is to be levied upon the land to be paid in precious wealth or labor. Failure to submit payment will find the lands forfeit the governance under the stewards and return to the crown. Auf gut Deutsch, ehrenwerter Jason Dux, in 365 Tagen musst du deine Steuern zahlen, sonst reden wir dich in den Allerwertesten. Und dann gehört das Land wieder der Krone. Also, man muss irgendwann an Geld kommen. Wenn man es in diesem Spiel zu irgendetwas bringen möchte. So weit wird es in diesem Spiel allerdings nicht mehr kommen. So viel kann ich schon mal verraten. Ich weiß auch nicht genau, was die Arbeiter gerade machen. Auf jeden Fall ist eine ganze Menge auf Lager. Und es wird noch von den Feldern geholt. So, und dann sind wir schon wieder im Herbst. Ich würde ja furchtbar gern noch ein gebackenes Brot sehen. Was mit so einem kleinen Bündel läufst du daher? Mit der Kneipe kann ja auch noch nicht viel geworden sein. Machst du was? Es ist auch wieder irgendwas passiert, oder? Ist jetzt hier jemand hingelaufen? Ja, hier. Irgendwas tut sich. Irgendwas ist drin. Jawohl, jetzt wird das Zeug an die Mühle geliefert.
Korn zu Mehl. Die Felder werden schon wieder vorbereitet. Ich möchte aber trotzdem... Oh! Und ich habe neue Leute... Oh, ich habe wieder Leute dazu bekommen. Warte mal, wo verteile ich die denn? Also, einer kommt hier in den Ofen. Let's go, people! So, ihr hier. Dann können wir ja tatsächlich auch mal wieder ein bisschen Holz besorgen. Ich möchte eigentlich nicht die ganze Tierpopulation hier ausrotten, wenn es nicht sein muss. Aber gut. Let's go, people! Das hat ja für einen eventuellen weiteren Spielgang, der irgendwann mal folgen könnte, ja keinerlei Auswirkungen. Nein, die Mine könnte ich auch noch welche schicken. Gut, jetzt erstmal nicht. So, alles in die Mühle. So, dann müsst ihr hier auch gleich losgehen. Ich hoffe ja, dass wir hier ein versöhnliches Ende hinbekommen. Versöhnliches Ende würde für mich bedeuten, dass wir hier ganz viel Lebensmittel zustande bekommen. Und der Jagdbestand überhaupt kein Problem mehr ist. Blöd, dass ich in dem Gebiet bin, wo ich keine Bären sammeln konnte. So, Floor. Also da müsste in Kürze auch Brot produziert werden. Königlichen Steuern. Und wie wäre es jetzt mit Upgrades hier? So, wir haben Glauben erfüllt. Essen ist erfüllt. Bei Kleidung, da haben wir ja jetzt Flachs. Also Leder haben wir. Da können wir wahrscheinlich aus Flachs Jahren machen. Das wäre kein Problem, das zu erfüllen. Entertainment. Da müssten wir wahrscheinlich noch über Malz noch irgendwie Bier herstellen oder das vom Händler kaufen. Dann hätten wir das auch erfüllt. Für die Gebäude-Upgrades, dann wird wahrscheinlich die die Stufe des Dorfes, nehme ich an, wieder steigen und dann würden wir hier die nächste Quest bekommen. Vermute ich. November, bald bricht der Winter herein. Lebensmittel weiterhin nur Fleisch. Kann natürlich auch sein, dass das Brot sofort gegessen wird, aus dem Ofen in den Mund. Wäre möglich. Aber die Einwohner sind so hungrig, dass sie ihn mitten in den Ofen kriechen. Danach gibt es dann für die anderen Würstchen im Schlafrock. Death Hunger. Todeshunger. Okay, wahrscheinlich so die Gesamtüberschrift der aktuellen Ereignisse. Da gibt es jetzt eine ganze Menge. Kann ich dich irgendwie noch mit Personal pushen? Come on, people. Get to work. So, und hier wird auch gepusht. Let's go, people.
Ich weiß nicht, ob es hier an der Logistik liegt oder woran es liegt, dass es hier kaum vorwärts geht. Ja, wir haben 1400. Boah. Wir haben auch ganz viel Grain. Ja, das muss halt nur passend verteilt werden. Oder würde es was bringen, wenn ich hier hinten ein Lager baue? Kann ich einstellen, was gelagert wird? Nee, kann ich natürlich nicht, weil es hier nicht angezeigt wird. Also ich weiß nicht, ob es an der KI liegt, wenn man das so nennen kann, wie diese Arbeiter hier oder ob es an mir liegt oder ob spielmechanisch vielleicht noch was gemacht werden muss. Aber guck mal, der bringt jetzt hier das Mehl von da ganz hinten wieder zu der Mühle, obwohl ich die Mühle ja extra in die Nähe gebaut habe. Oder zwischendurch war die Mühle mal, ach, ich weiß es nicht. Ach, mühl mich doch am Ärmel. Okay, postlagernd unter der Mühle. Und es wird Winter. Medium Village. Ach, guck mal hier. Inhalt in der Demo gelockt, aber auch hier kann man noch Dinge freischalten. Entwicklung, Politik, Produktion. Wohl abhängig davon, ja, welche Stufe das eigene Dorf, die eigene Stadt oder die eigene Metropole dann in dem Moment bereits erreicht hat oder eben noch nicht. Available Points, 2 Punkte, die kann man dann hier irgendwie verteilen. Unbekannt. Ach schade, so das ein oder andere Beispiel hätte ich jetzt hier mal ganz interessant gefunden. Hier können wir die Region noch umbenennen, okay. Irgendwie habe ich jetzt Hunger auf Pizza. Ich weiß gar nicht warum. Obwohl rein optisch gesehen die hier vielleicht ein bisschen lange im Backofen gewesen ist. Gut, wenig Versorgung. Ich glaube, zwischendurch sind auch schon wieder ganze Familien ausgerottet worden. Jetzt irgendwie um Erze und Steine und so ein Kram habe ich mich ja jetzt hier auch gar nicht bemüht. Aber ich denke mal, was wäre jetzt noch gekommen? Also die Schafsfarm haben wir nicht gebaut, den Handelsposten haben wir nicht gebaut. Wie funktioniert ein Handelsposten? Da kommt regelmäßig der fliegende Händler und meistens kann man für ungünstige Kurse sich irgendwelche Sachen eintauschen, die man bräuchte. Ich könnte jetzt zum Beispiel vielleicht hingehen und sagen, ich möchte das nicht verbackene Mehl einfach umtauschen und dafür gleich Lebensmittel bekommen oder solche Geschichten. Ansonsten Liebe, Glaube, Hoffnung, was man halt so braucht und eine Kneipe. Soweit nicht ungewöhnlich. Auch nicht, dass man bestimmte Bereiche festlegen muss. So, Förster, hier Bärensammler konnten wir nicht ausprobieren. Ja, hier so eine Minengrube habe ich ja gebaut, eine, aber nichts weiter mit gemacht. Das sind die Lager und hier nochmal so ein Posten für das Anbinden der Ochsen. So, Gebäude, ja, hier, na, da schon Marktstände, Taverne, Kirche. So, hier fehlt tatsächlich nur die Schaffarm. Aber ich denke, das ist nicht so dramatisch, wenn ihr auch am Ende noch fehlt. Schafe geben Wolle und aus Wolle kann Garn gesponnen werden und ja, was da am Ende bei rauskommt, kann man sich an der Stelle ja auch denken. So, dann hätten wir noch gehabt eine Bloomery, die aus Eisenerz, Iron Slabs, weiß ich nicht, Stäbebarren, irgendwie das Zeug da unten macht. Die Schmiede,
die aus den Metallbarren und dem Brennholz Werkzeuge macht, die man ja an der einen oder anderen Stelle auch braucht. Malzhaus, gut, da müsste ich erstmal Barley anpflanzen, das wird dazu Malz produziert, ja, und irgendwie kriegen wir es dann wahrscheinlich hier mit der Brauerei von Malz zu Ale, damit das dann im Wirtshaus ausgeschränkt werden kann. Tannery haben wir eine gebaut, Ledergerber, der Weaver Shop, genau, aus Wolle Garn und aus Flachs Leinen. Und aus Garn kann man ja, ja genauso wie aus Leinen Kleidung machen. Vielleicht noch in Verbindung mit Leder, wie das dann genau funktioniert, weiß ich nicht. So, Geld verdienen, Livestock Trading Post, für In- und Export von Dingen. Ja, kann auch mit Silber, können Sachen bezahlt werden. Dann gibt es hier noch den Handelsposten. Ja. Was passiert da? Ja, genau, dieser fliegende Händler, mit dem hätten wir dann handeln können. Oder Leute machen sich auf den Weg zu einem Handelsposten, um dort zu handeln. Ja, hier gibt es ja welche. Handelsroute. Ich weiß nicht, ob das der Außenposten ist. Na, jedenfalls hätte man an der Stelle auch was ja, aktiv da auch machen können. Ja, und dann gibt es hier noch sowas wie Torhaus, also so zur Verteidigung. Manorhaus. Ah, das muss innerhalb ja, so einer Umzäunung wahrscheinlich gebaut werden. Erhöht den Einfluss und solche Dinge, die wir hier gar nicht weiter genutzt oder gebaut haben. Eine Wand kann gebaut werden. Steuereinsammler. Was weiß ich, der persönliche Sheriff, der die Steuern eintreibt. Und ein Garnisonsturm. Auch Dinge, ich hatte es im Angespielt schon mal gesagt, die so von den Elementen her ein bisschen an Phasis Frontier erinnern. Was ich selber noch nicht gespielt habe, mal gucken, ob es dazu noch kommen wird. Aber an dieser Stelle bin ich erstmal froh, tatsächlich, dass ich mir die Demo von Manorlords angeschaut habe. Ja, und hoffe, du und ihr seht das ganz genauso. Ja, und damit endet dann an dieser Stelle die Miniserie zum Spiel. Vielen Dank für euer Interesse und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.